Herzlich willkommen, ihr lieben Drahtis. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Nikolaus. Ja, und weil ich nicht vorbeikommen kann und jeden etwas in sein Stiefelchen packen kann, habe ich mir überlegt, dass ich etwas ganz Besonderes mache, nämlich ein richtig, richtig süßes Armband mit vielen Perlchen und natürlich Draht. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Das ist dieses Prachtexemplar. Das habe ich gefertigt mit einem 1,5 Aluminiumdraht in Kupferrosé. Und hier habe ich die tollen Perlen, die tollen Wachsperlen reingesetzt in Pfirsich mit Champagner. Und die dann auch noch abwechselnd mit 6 mm und 8 mm. Also so ist das Armband recht einfach herzustellen. Aber man muss schon aufpassen, dass man nicht in der Reihenfolge oder dass man die Reihenfolge beibehält. So, und das lässt sich natürlich auch richtig, richtig gut tragen und ist ein kleiner Hingucker. Ja, aber nicht nur das ist das Besondere, sondern es haben sich ganz, ganz viele schon lange, lange, lange gewünscht, was mache ich mit diesem Werkzeug? Ja, das ist unsere dritte Hand. Und ich sage euch, die ist wirklich super. Und damit ihr mir auch glauben könnt, zeige ich euch das. Natürlich kann man auch flechten ohne diesem tollen Werkzeug, aber es ist einfach die dritte Hand, die uns manchmal fehlt und viel, viel einfacher. Und damit stelle ich euch die vor. Dann benötigt ihr einmal 1,5 mm Aluminiumdraht. Ich habe mich heute dafür entschieden in Champagner und werde euch dann das Armband in Champagner zeigen. Und dann natürlich mit den dazugehörigen Perlen, die wir unbedingt brauchen, einmal in 8 mm Champagner, in 8 mm Pfirsich. Dann brauchen wir einmal 6 mm Champagner und 6 mm Pfirsich. Ich habe das alles in eine kleine Box reingepackt. Die kann man wunderbar öffnen. Und man kann die Perlen auskippen, ohne dass die anderen Perlchen davon rausfallen. Also so eine Box ist immer ganz gut, also eine Perlendose. Ja, dann brauchen wir natürlich einen Seitenschneider. Ich habe heute mal den benutzt oder ich werde den benutzen, der bei uns in der Happy Jig Platte schon mit drin ist. Der ist genauso prima und gut wie unser Seitenschneider, unser Spezialseitenschneider in Schwarz oder in Rot. Und dann eine Rundzange für die Enden. Dann brauchen wir natürlich heute auch noch den Hammer. Es wird wieder etwas laut. Und den ganz, ganz tollen Haubock. Ich habe mich heute für den Hochglanz-Haubock entschieden. Ja, ihr Lieben. Und jetzt haben wir ordentlich zu tun. Das wird ein etwas umfangreicheres Video. Und dann fangen wir auch schon gleich mal an. Ich räume alles Überschüssige erstmal weg, was wir nicht brauchen. Also schieb es zur Seite. Und es bleibt wirklich nur das übrig, was wir jetzt auch gleich brauchen. Ich habe mir von dem 1,5 mm Champagner Aluminiumdraht drei Stücken A 45 cm abgeschnitten. Die müssen jetzt nicht unbedingt gleich sein. Lasst es nicht zu lang, weil sonst flöddeln euch die Drähte durcheinander. Ja, und jetzt öffne ich diese dritte Hand mit diesem Keil. Und ihr seht schon, man kann den öffnen und schließen. Und hier an der Seite ist ein kleines Schräubchen, wenn euch der mal ein bisschen auseinander geht, weil es ist ja Holz, das arbeitet mit der Zeit, dann dürft ihr das auch gerne etwas wieder zusammenschrauben. Hier sind die Backen, die sind etwas geschützt mit einem weichen Material, damit ihr eure Drähte nicht kaputt macht. Und dann würdet ihr das in das sogenannte Maul stecken. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und schon hält es fest. Aber da müsst ihr auch den Keil reinsetzen. Was nur ganz wichtig ist, wir müssen am Ende ungefähr, ja, ich sage immer ungefähr, weil ich mache immer alles ungefähr, aber für euch will ich es natürlich genau machen. Andersherum.
Also lasst mal ruhig 6 cm vom Draht stehen. Dann setzt ihr euer Daumen und Finger, Zeigefinger so ein bisschen dran. Dann habt ihr auch das Maß. Und jetzt kommen die 3 Drähte in das Mäulchen hineingeschoben. Und dann haltet ihr das fest zusammen. Also ihr drückt das fest zusammen. Und dann nehmt ihr den Keil und switcht ihn einfach nur hier hinten rein. Und es hält. Das hält bombenfest. So, also wenn es dann zu locker ist, der könnte dann mit dem Schräubchen noch einmal drehen. So, und nun fange ich mal an. Da ich jetzt heute etwas schief wieder stehe hier, damit ihr das alles gut sehen könnt, wird es wahrscheinlich hier ein bisschen rumflatteln gleich. Also ich mache zuerst einmal eine ganz, ganz kleine Bewegung. Also ich flechte sozusagen den Draht jetzt einmal eine Runde. So, das ist so mein Anfang. Und jetzt beginnen wir, ob ihr jetzt mit kleinen Perlen beginnt oder ob ihr mit den, also mit den 6 mm beginnt oder mit den 8 mm beginnt, das ist eigentlich völlig wurscht. Und ich werde jetzt hier auf dem Tisch einfach mal ein paar Perlchen auslegen. Also insgesamt braucht ihr 30 Perlen, 8 mm und 6 mm gestreut. Wen es aber zu lang ist und ein schmaleres Ärmchen hat, der kann natürlich auch weniger nehmen. So. So, und nun beginnen wir. An dem äußeren Strang fange ich jetzt einfach mal an. Mit einer kleinen Perle, also mit einer 6 mm Perle in Champagner und ziehe mir diese so herauf. Und dann schließe ich den Draht so einmal herum. Jetzt kommt auf der anderen Seite 6 mm Pfirsich. Jetzt fädel ich die auf. Ihr könnt das nur nicht sehen, weil der Draht jetzt zu lang ist, aber das ist auch nicht wichtig. Und jetzt Daumen drauf halten und auch wieder schließen. Jetzt sind wir wieder an der rechten Seite. Und dort benutzen wir jetzt eine 8 mm Perle. Und die setzen wir in Pfirsich. Also ihr könnt dieses Armband auch einfarbig machen mit Perlen. Aber ich finde, wenn ihr so verschiedene Perlenfarben nehmt, dass es einfach toll aussieht. Und auf der anderen Seite kommt jetzt eine 8 mm Perle in Champagner. Die Pfirsichtöne ändern sich immer so ein bisschen. Also die sind nicht gleich. Die sind etwas unterschiedlich in der Färbung. Und das macht es gerade interessant. Und jetzt habe ich hier wieder eine Pfirsichperle auf der rechten Seite in 8 mm. Und hole mir jetzt genau das Gegenteil, nämlich von 8 mm einmal 6 mm und weil hier Pfirsich ist, nehme ich die in Champagner. Am Anfang denkt ihr bestimmt noch, huch, das ist aber ein Durcheinander, aber ihr merkt ganz schnell, dass das ganz einfach ist. Ich habe jetzt hier eine 8 mm Perle in Champagner auf der linken Seite, nehme das Gegenteil, also eine 6 mm Perle und dann nicht in Champagner, sondern in Pfirsich. Zack. Und hier nehme ich wieder das Gegenteil von der Champagnerfarbe 6 mm, jetzt in 8 mm Pfirsich. Und zack. Und ihr seht schon, das Teil ist unschlagbar, es hält also richtig gut fest. Und jetzt kommt wieder 8 mm Champagner. Und nun erkennt ihr auch langsam, dass es so ein Farbmuster ist. Und 6 mm Champagner. Wieder schließen. Und 6 mm Pfirsich. Und wieder schließen. Und 8 mm Champagner. Und 8 mm Pfirsich.
Und wieder 6 mm Champagner. Nein, 6 mm Pfirsich, Entschuldigung. Ich hatte auch die richtige Perle in der Hand. Ich habe mich nur falsch ausgedrückt. Und 6 mm Champagner. Na, und was kommt jetzt für eine Perle? Wisst ihr es? Wer aufgepasst hat, weiß, dass wir jetzt 8 mm Pfirsich nehmen. Und einmal 8 mm Champagner. Also ich könnte mir dieses Armband auch wunderbar vorstellen in den Farben Titan und Platin. 6 mm Champagner und 6 mm Pfirsich. Und 8 mm Champagner und 8 mm Pfirsich. Ich habe vor einer ganzen Weile dieses Armband schon einmal in die Gruppe gestellt und das ist auch schon nachgearbeitet worden. Das hatte eigentlich auch wieder einen sehr, sehr guten Anklang. Dazu habe ich einen Kettenanhänger und noch einen ganz tollen Ring. Also den werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es wird dann nochmal ein Quickie-Video geben für den Ring. Und der ist richtig edel. Ganz einfach und simpel gemacht. Und natürlich, den Kettenanhänger zeige ich euch auch. Den finde ich jetzt wieder so ein bisschen schwieriger. Und immer schön zusammenhalten. Und natürlich auch aufpassen, dass ihr das nicht zu lang macht. Ne? Das soll ja euch passen. Und wieder 8 mm in Champagner. Ihr seht schon, ich habe jetzt schon fast gar nichts mehr gesagt, was die Perlenfarbe betrifft, weil das könnt ihr auch wunderbar sehen. 6 mm Champagner und 6 mm Pfirsich. So, circa 30 Perlen. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6. Ja gut, ich mache jetzt meins mal vielleicht mit 28 oder ich gucke gleich mal, wie das dann aussieht, wenn man nur 28 Perlen nimmt. Und die letzte wäre dann Champagner in 8 mm. Na, ich glaube, ich setze eine in Pfirsich in 6 mm nochmal drauf. Also 29 habe ich jetzt. So, und jetzt gucke ich mal. Vom Handgelenk her würde es aber passen. Jawohl. So, wenn ihr das habt, dann nehmt ihr natürlich eure ganzen Perlen und packt sie einmal zur Seite, räumt sie vernünftig weg, nicht so wie ich das jetzt hier mache. Und jetzt macht ihr den Abschluss. Das heißt, so, jetzt würde hier ja wieder eine Perle raufkommen. Ich mache aber eine Leerfahrt sozusagen und schlinge mir das einmal so herum. Und jetzt schnippel ich die restlichen Drähte einmal ab. Die lasse ich ungefähr auf 4 cm. Ihr könnt sie auch kleiner machen, das ist egal. So, und dann könnt ihr den jetzt auch wieder aus der Hand rausnehmen, aus der dritten Hand, und er sitzt immer noch bombenfest. Einmal lösen und rausholen. Und die Drähte auch etwas auseinanderziehen. Natürlich solltet ihr jetzt darauf achten, ich habe jetzt hier eine Länge von ungefähr, schon wieder ungefähr 5 cm und hier habe ich natürlich eine Länge von etwas über, ja, 6 cm. Dann schneide ich dann eben nochmal ein Zentimeterchen ab, damit das ungefähr gleich ist. Aber auch das ist nicht schlimm, wenn die Drähte alle unterschiedlich sind.
Jetzt nehme ich meine Rundzange und drehe mir wieder so die kleinen Kringeln ein. Ihr wisst ja, schöne saubere Anfänge, wer das gut kann, der braucht nicht schneiden. Und bei wem die Kringeln immer noch so komisch ovaleckig aussehen, der muss eben noch mal schneiden. Und die andere Seite mache ich natürlich auch. Und hier nochmal. So, und jetzt haben wir alle Kringelchen. Und dann kennt ihr das ja schon, dass ich die ganz einfach mit der Hand aufdrehe. Ihr könnt sie eng zusammenwickeln, ihr könnt aber auch kleine Abstände lassen. Die andere Seite drehe ich auch ein. Da braucht ihr auch keinen Verschluss durch diesen, also das ist so biegsam, aber nicht so, dass es bricht, sondern es ist wirklich so haltbar, dass ihr auch keinen Verschluss braucht. Das zeige ich euch dann nochmal. Das könnt ihr richtig schön um euer Handgelenk herumschnallen sozusagen. So, jetzt kommt mein Amboss, Hochglanz-Amboss in Action und der ganz normale Hammer. Ja, momentan sind wir echt mit den Hammern ausverkauft. Die kommen Anfang nächster Woche, Mitte nächster Woche kommen die alle wieder rein und dann müssen wir mal gucken, was mitkommt und ich hoffe, ja, dass sich der Hammerladen wieder etwas füllt. So, und jetzt wird praktisch gehämmert. Da braucht ihr auch gar nicht so viel hämmern. Das reicht, wenn ihr das nur ein bisschen anhämmert. Ups, und das sollte natürlich nicht passieren, was ich gerade gezeigt habe, nämlich, dass ihr auf die Perlen haut, weil Perle ab. Aber auch das ist nicht schlimm. Fällt kein Mensch auf, dass es fehlt. So, es funkelt und blitzert. Und jetzt nehmt ihr natürlich eure Drähte und setzt sie noch so ein bisschen in Szene. Ich bin hier natürlich auch mit dem Hammer so ein bisschen in die Mitte gekommen. Und dann merkt man natürlich. So, und jetzt setze ich das hier drüber und schaut mal. Sieht man nicht, dass da eine Perle fehlt. Also wir haben wunderbar geschummelt. Und die andere Seite auch. Schön ist es immer, wenn ihr die Drähte noch so ein bisschen übereinander legt, sozusagen. Und ich finde, das ist schon richtig, richtig gut. Und jetzt mit dem Daumen so ein bisschen ganz leicht wieder formen. Ja, mei, das ist richtig, richtig toll geworden. Ich zeige euch nochmal das in Kupferrosé. Das sind die gleichen Farben, also die gleichen Perlenfarben. Und wie unterschiedlich das wirkt. Durch das Kupferrosé wirkt das natürlich etwas kupferroséerisch. Was für ein Wort. Und hier wirkt es etwas Champagnerfarben. Na. Ja, und dann öffnet ihr das wieder ganz normal mit der Seite rein. Nicht von vorne, das kennt ihr ja. Also immer von der Seite rein. Schön hier unten festhalten und zusammendrücken. So könnt ihr das jetzt tragen. Ja, also ich bin ganz verliebt in dieses Armband. Ihr bestimmt auch. Und wenn es euch gefallen hat, ja, dann lasst mir doch einen kleinen Kommentar da oder ein kleines Like, Däumchen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Nikolaustag und
seid lieb zueinander. Ich verlinke wieder alles unten in meinem Video, das kennt ihr ja. Bis bald, ganz, ganz herzliche Grüße, eure Katja.